Oh Gott, das ist schon so lange her. Ich bin ja jetzt schon fast 100. Also das erste Mal in Berlin war ich, glaube ich, so mit 13, weil meine Schwester mit 17 hier eine Ausbildung angefangen hat als Physiotherapeutin. Da gab es noch Ost und West, da mussten wir also über die Grenze. War sehr aufregend für mich, weil ich dachte damals, ich komme nie wieder zurück nach Hause. Oh, ich habe schon so viel gehört, aber das Langweiligste ist immer noch Bjarne Banane, würde ich sagen. Das benutze ich deshalb auch selber. Ich gehe davon aus, dass ich so wie 80% der Menschen auf dem Klo sterbe und dann mit dem Kopf irgendwo gegen die Keramik kachel. Es ist wirklich leider so, dass die meisten Leute zu Hause sterben auf dem Klo, weil sie zu doll drücken, nehme ich mal an. Und dann gibt es einen Gehirnschlag und dann kippt man nach vorne und knallt irgendwo gegen die Badewanne. Nur Süßigkeiten. Aber das regelmäßig. Ich nehme auch manchmal abends eine Flasche Wasser mit ins Hotel und weiß nicht genau, wie das abgerechnet wird. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, das Autobahnschild nach Hamburg, aber das stimmt nicht. Bei Alex in Kreuzberg.